Und nochmal die Bruchgleichung. Hier haben wir was Besonderes, hier ist ein Minus vor diesem Bruch. Da müssen wir uns nochmal ganz besonders aufpassen. Aber als erstes natürlich mal wieder Definitionsmenge. Diesmal müssen wir die minus 3 rausnehmen, weil wenn ich minus 3 hier unten einsetze, wird dann in der 0. Das wollen wir nicht. So, und bevor wir natürlich jetzt über Kreuz multiplizieren, müssen wir uns entscheiden. Wohin kommt das Minus? Gehört das Minus zur 6 oder zur 15? In dem Fall darf ich tatsächlich beides machen. Entweder das Minus zum 6er oder zur 15 hochschreiben. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, das Ganze zur 6 hochzuschreiben. Ich darf es nicht bei beiden hinschreiben. Wenn ich es bei 6 und bei 15 hinschreibe, dann wird ja Plus draus. Also ich muss mich halt entscheiden, wohin genau. So, und jetzt kann ich über Kreuz multiplizieren. Trick, trick. 4 mal 15. X plus 3 muss ich wieder klammern und dieses Mal auch das minus 6, ja, weil sonst wird es mit Vorzeichen und Zeichen und Rechenzeichen etwas durcheinander. Und jetzt geht es wieder von vorn los. 4 mal 15 gibt 16, x mal minus 6 gibt minus 6x, 3 mal minus 6 gibt minus 18. Ich bringe die 18 rüber, plus 18, dann gibt es 78 gleich minus 6x, geteilt durch minus 6 ergibt dann x gleich 3, minus 13 natürlich. Wenn ich durch eine negative Zahl teile, kommt negative Zahl raus, weil hier eine positive steht. Lösungsmenge ist minus 13, denn die minus 13 ist erlaubt. Es ist nur die minus 3 rausgenommen worden. Dann nehmen wir noch eine zweite dazu, eine etwas komplexere. Seht man schon, jetzt haben wir hier überall Terme drin stehen. Das heißt, wir müssen ausführlicher multiplizieren. Als erstes müssen wir wieder schauen, was fällt aus der Definitionsmenge raus. Hier ist es die minus 2 und hier müssen wir überlegen, was muss ich einsetzen, damit 0 rauskommt. 0,5. Wenn ich zweimal 0,5 rechne, steht hier 1. Minus 1 gebe dann 0. Also muss ich diese beiden Zahlen aus der Definitionsmenge rausnehmen. Hier kann ich direkt über Kreuz multiplizieren. Es sind ja schon Brüche da und jetzt brauche ich auch keine Vorzeichen irgendwo hinziehen. Nur wird es jetzt etwas aufwendiger. Ich habe hier natürlich jeweils Terme, die ich alle klammern muss. Ganzes links oben mit ganzem rechts unten. Ganzes links unten mit ganzem rechts oben. Und Ganzes heißt immer Klammern setzen. Also der ganze Nenner, ganze Zähler mit dem ganzen Nenner und so weiter. Und das ist etwas, was er vom Beginn der 8. Klasse kennt. Summenterme multiplizieren. Das mit dem, das mit dem, das mit dem und das mit dem. Also 2 mal 2x gibt 4x. Minus, 2 mal minus 1 gibt minus 2. Minus x mal 2x gibt minus 2x². Minus x mal minus 1 gibt plus x. Wem es zu schnell geht, einfach auf Pause drücken, nochmal zurückspulen. X mal 7 gibt 7x. X mal minus 2x gibt minus 2x². 2 mal 7 gibt 14, 2 mal minus 2x gibt minus 4x. So, und jetzt zusammenfassen. Als erstes natürlich hier 4x und x gibt 5x. Und dann sortieren wir minus 2x² vorne hin, plus 5x minus 2. Hier drüben haben wir es genauso. Minus 2x² plus 3x, denn hier kann ich die beiden zusammenfassen, plus 14. Dann bringe ich auf beiden Seiten die plus 2x² weg. Muss ja auch passieren, weil sonst könnten wir es nicht lösen. Und dann bleibt stehen 5x minus 2. 3x plus 14. Jetzt bringe ich alle mit x auf die eine Seite und alle ohne x auf die andere Seite. Also in dem Fall minus 3x und plus 2. Also dann bleibt stehen 2x, weil ich habe ja minus 3x gerechnet, bleibt hier 2x stehen. Plus 2 gibt 16. Dann auf beiden Seiten noch durch 2 dividieren und dann erscheint x gleich 8. Kurz überprüfen, ist nicht rausgenommen aus der Definitionsmenge, also ist es auch die Lösungsmenge.